Hallo und herzlich willkommen bei Kreativbrunnen. Ich bin Lena und heute geht es mit unserer Reihe zur Deko für die Grillparty weiter. Ich benutze immer noch das Set Tropenflair und es werden noch drei andere Videos dazu kommen. Heute werde ich euch diese Piekser zeigen. Und zwar habe ich die gemacht, denn ich möchte Melonenstückchen und Ananasstückchen auf den Tisch stellen und dann können die Leute sich die aufpieksen und dann halt mit dem Piekser essen. Dazu passend habe ich diese Strohhalme gekauft, einmal mit Melone und mit Ananas im 1-Euro-Shop und halt diese Esspiekser auch im 1-Euro-Shop. Genau. Hier habe ich diese drei Versionen schon gemacht. Die werde ich jetzt auch noch mal mit euch machen. Wie ich die Blumen und die Blätter gestempelt habe, dafür habe ich euch ein extra Video gemacht. Das werde ich in der Infocard verlinken. Und zwar habe ich hier dieses Blatt, habe ich innen drin in Farngrün, außenrum mit grüner Apfel gestempelt. Dieses Blatt ist innen drin Apfelgrün und außenrum Tannengrün. Hier habe ich das Tannengrün eher weniger gehalten. Und das Blatt habe ich auch mit Apfelgrün und Tannengrün gestempelt. Und hier bin ich mit dem Tannengrün etwas mehr in das Blatt reingegangen. So könnt ihr euch die Blätter, so unterschiedlich sehen sie danach aus. Also das ist wirklich eine super tolle Technik. Wie gesagt, verlinke ich euch in der Infocard, wie das genau funktioniert. Dann habe ich mir hier die Teile noch in Pergamentpapier ausgestanzt. Also ihr braucht von jedem Blatt ein Blatt, das gestempelt ist und zweimal das Pergament dazu. Und dann auch drei Blumen. Dann brauchen wir noch drei solcher Stäbchen. Schaue ich mir das gerade noch mal an. Genau. Was ihr auch dazu braucht, ist das Sticky Tape. Und da bin ich jetzt einfach erstmal hingegangen und habe auf jeden Piekser, meine Kleberschere noch, auf jeden Piekser hier eine Spur von diesem Sticky Tape gemacht. So, wenn das dann geschafft ist, nehme ich mir noch mal mein Falzbein, drücke die ganzen Teile gut fest. Das hier ist jetzt auch ein super einfaches Video. Und dann gehe ich hin, ziehe mir die Schutzfolie auf der einen Seite ab. Und auf die eine Seite kommt dann das große Blatt, also das gestempelte sozusagen. Und auf die Vorderseite kommt dann passgenau das Pergament von dem jeweiligen Blatt. Dann kommt ein anderes Blatt darauf. Da muss man jetzt gucken, ob das noch hält. Ja. Und dann die Blüte. Ich habe mir leider kurz müssen die Nase putzen gehen. Genau, also ich habe das gestempelte Blatt dahinter geklebt, das passende Pergament dazu nach vorne, dann ein Pergamentpapier aus einer anderen Blüte, aus einem anderen Blatt davor. Und nun habe ich mir noch die Glue-Dots genommen und mit denen werde ich jetzt noch diese Blume darauf anbringen. Und so ist ein Piekser schon fertig. Dann zeige ich euch das nochmal. Also auf die eine Seite
zieht er die Schutzfolie ab, dreht das um und klebt von hinten das Blatt darauf. Dann zieht ihr vorne die Schutzfolie ab. Na. Dann klebt ihr das passgenaue Blatt, also das Innenleben, darauf. Und hier habe ich jetzt so gemacht, das werde ich ein bisschen kürzen, weil mir das sonst zu lang ist. Das dann über die andere Seite verlaufend. Da müsst ihr immer ein bisschen gucken, vielleicht ist es dann immer noch zu lang. Also in die entgegengesetzte Richtung und die Blüte. Mit einem Kludert und dann noch einmal den ganzen Spaß. Kludert benutzen, denn das Blatt hat jetzt den ganzen Piekser ausgefüllt. Und da geht ihr dann am besten hin und macht den Kludert nicht auf das Blatt, sondern ihr setzt den Kludert euch auf den Piekser. Und dann könnt ihr das Blatt nämlich so positionieren, wie ihr das gerne möchtet. Und die Blüte wieder mittig darauf. Und so entsteht eben auch dieser dreidimensionale Effekt. Dadurch, dass wir das Blatt dahinter geklebt haben und die anderen davor. So, und so habt ihr ganz schnell für jeden Gast einen kleinen Piekser, der zu eurer Deko passt. Und dann wünsche ich heute noch viel Spaß. Wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann klickt doch auf Abonnieren. Es werden bis Freitag noch jeden Tag ein Video kommen und am Samstag dann, wie ich den Tisch dekorieren werde. Und dann würde ich sagen, bis morgen und tschüss!